gedacht damals, nein, das glaube ich euch nicht. Ich glaube euch das nicht, dass ich so eine schwere Krankheit habe. Ja, und ich werde alles dafür tun, ja, damit ich also mein Leben zurückbekomme. Ja, und ich habe zu der Ärztin gesagt, also wenn Sie mich unterstützen, ja, dann können Sie vielleicht das erleben, dass ein Lungenkrebspatient im Stadium 4 wieder gesund wird. Das habe ich der gesagt. Und die hat mich so angesehen, die hat das nicht geglaubt. Die hat geglaubt, na, das ist ein Optimist, hat die gedacht wahrscheinlich, oder weiß ich nicht. Wäre es bei der Diagnose geblieben, heilbar, hätte wahrscheinlich die Schulmedizin gemacht. Aber dieses unheilbar, ja, also dass mir mein Weg nur der sein wird, dass ich an meiner Krankheit sterbe, ja, das hat in mir einen Kampfgeist geweckt oder so. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, rückwirkend gesehen kann ich wirklich sagen, dass der Krebs eine Bereicherung war. So blöd das jetzt klingt.